Das Kornhaus. Wütende Ulmer stürmten am Samstag, dem 1. Mai 1847, das Kornhaus, um den Besitzer der Langmühle zu verprügeln. Ihr Vorwurf? Wucher mit Getreide. Diese Szene leitete den Ulmer Brotkrawall ein. Es war die erste Hungerrebellion im Lande, das infolge der Liberalisierung des Marktes unter steigenden Lebensmittelpreisen litt, bei gleichzeitigem Sinken der Reallöhne. Anschließend stürmte die Menge die Langmühle, bis das Militär sie auseinandertrieb. 200 Personen wurden verhaftet. Es war kein Zufall, dass der Aufruhr im Kornhaus ausbrach. In dessen Hallen war mittwochs und samstags Getreidemarkt. In den oberen Stockwerken wurde das Korn gelagert. Das reichsstädtische Kornmagazin war 1407 vom Marktplatz hierher verlegt worden. Seine Renaissancegestalt erhielt es bei seinem Neubau im Jahr 1594. Zahlreiche Dachgauben dienten der Durchlüftung des Korns. Bei der Restaurierung des 1944 zerbombten Kornhauses wurden sie allerdings eingespart. Wesentliche Funktion dieses Magazinbaus war neben der des Kornmarktes auch die reichsstädtische Vorratshaltung. Deren Zweck war, die Bevölkerung in Not- und Krisenzeiten ernähren zu können. Dafür war das Proviantamt verantwortlich. Ihm unterstand das Kornhaus, in welches die Bauern des Ulmer Territoriums ihre Getreideabgaben liefern mussten. Die waren so reichlich, dass das Amt nur wenig Getreide hinzukaufen musste. Und dafür, dass die Preise nicht außer Kontrolle gerieten, sorgte die Reichsstadt mit strengen Gesetzen gegen Spekulation und Wucher. Doch die Reichsstadtzeit war längst vorbei, als der Brotkrawall vom Kornhaus aus seinen Lauf nahm. Dies ist eines von mehr als 2000 Scribe-Videos. Scribe-Videos gibt es zu über 100 Städten in Deutschland, von A wie Aachen bis W wie Würzburg. Mit der Scribe-App haben Sie Zugriff auf alle 2000 Videos und können bei Ihrem individuellen Stadtbummel mobil durch die Videos einer Stadt navigieren. Testen Sie die Scribe-App kostenlos.